So, ich schalte jetzt ein. Was sind noch Ihre Fragen? Mit Blogbetreibern sind Betreiber von Foren etc. bei Xing gemeint oder bei Webseiten außerhalb von Xing? Wie finde ich die Betreiber ganz gezielt? Also, es geht so, Sie müssen nicht innerhalb von Xing suchen, sondern Sie gucken, schauen einfach bei Google, geben Sie diese Suchbegriffe ein und dann werden ja Webseiten angezeigt, die mit Ihrem Thema schon irgendetwas zu tun haben. Also das heißt, es hat nichts mit dem Sinn mit Xing zu tun. Bei mir war halt der Suchbegriff, den Xing erfolgreich nutzen, aber Sie können dann innerhalb von Google eingeben, den Suchbegriff, mit dem Sie gefunden werden wollen, und dann finden Sie ja eventuell Blogs, die bereits da gelistet sind, ne? Eine Teilnehmerin, Frau Meier, ist das Ganze auch sinnvoll für Gastronomie? Ich verkaufe ja fast nichts online. Also ganz klar, es geht nicht um Online-Verkaufen. Also wenn Sie meine Presales-Marketing-Strategie und meine Vita sehen in der Vergangenheit, ich habe Verpackungsfolien verkauft. Es war ein klassisches Offline-Produkt. Es gab auch kein Bestellformular oder sowas auf der Website. Es ging nur um die Vertriebsanbahnung. Also es geht nicht darum, dass jemand denn direkt hier ein Produkt online bestellt und oder geliefert wird. Es geht nur um die Vertriebsanbahnung. Also, wenn Sie Interesse haben, Frau Meier, dann können wir darüber noch im Detail nochmal sprechen, wie das bei der Gastronomie ausschauen soll, ne? Einer der Fragen ist noch, können Sie den virtuellen Assistenten näher erklären? Ja, gerne. Also der virtuelle Assistent ist natürlich eine persönliche, also ist eine menschliche Person, ne? Keine Maschine, ist ein Mensch, der von zu Hause aus arbeitet am Rechner. Mit dem können Sie via Skype, via E-Mail oder per Telefon in Kontakt stehen. Ne? Und der arbeitet die vielen Schritte im Hintergrund ab, damit Sie sich nicht um das Administrative kümmern. So wie ich es Ihnen bei der Gastartikelstrategie erzählt habe, kommen Sie persönlich, ich bekomme erst mit, wenn der Gastartikel denn online ist. Also ich sehe erst dann etwas von einem Gastartikel, wenn mir mein Assistent schickt, ja du, da und da ist ein Artikel wieder online. Also der virtuelle Assistent, der arbeitet ganz, ganz viele Punkte ab. Vor allen Dingen die vielen Traffic-Punkte. Ich habe jetzt ja nur einen Traffic-Punkt heute erklären können, was alles zu tun ist, wie Traffic gewonnen werden kann, auch in den sozialen Netzwerken, was gepostet werden kann, welche Statusmeldung und so weiter, ne? Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die der virtuelle Assistent denn macht. Also der hat richtig was zu tun. Und da ist es wichtig, dass er natürlich dementsprechend gebrieft wird. Ja, aber Sie bekommen vor allen Dingen dann die Entlastung. Also ich persönlich kümmere mich praktisch nur noch um Vertriebsaufgaben, nicht mehr um administrative Aufgaben. Ne? Eine der Fragen war, ist der Coaching auch für Affiliate-Marketing geeignet? Ja, wieso nicht? Ne? Also Affiliate-Marketing, es geht ja darum, das wäre dann ein Produkt oder eine Dienstleistung, die Sie da machen. Das können Sie natürlich dafür auch einsetzen. Ja? Also Sie können das Presales-Marketing, können Sie, egal ob es ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, einsetzen. Es geht ja letztendlich nur darum, eine Vertriebsanbahnung zu gewährleisten. Wir wollen kaufbereite Kunden gewinnen. Was die dann schlussendlich kaufen sollen, das ist ja dann individuell Ihr Thema, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung. Aber wir wollen kaufbereite Kunden. Das Ziel ist, wenn dann der Kunde mit Ihnen tatsächlich in Kontakt kommt, dann soll der innerlich schon so weit sein, dass er sagt, ja, ich bin grundsätzlich bereit, bei Ihnen zu kaufen. Ich betone, grundsätzlich bereit. Wenn er nicht grundsätzlich bereit ist, warum sollen Sie ihm denn ein Angebot machen? Warum sollen Sie denn überhaupt ein Gespräch mit ihm führen, wenn er nicht von vornherein grundsätzlich bereit ist? Ja? Also das gehen wir im Coaching durch, wie dieser Prozess läuft, wie bekommen Sie die Leute hin. Ich zeige Ihnen auch, wie Sie den Unterschied erkennen zwischen Interessenten und potenziellen Kunden. Potenziellen Kunden sind kaufbereit. All diese Punkte gehe ich mit Ihnen durch. Ja? Eine Frage ist noch, Blogs finden für den Bereich private Krankenversicherung, ohne dass es um private Krankenversicherungsbetreiber geht. Ja, natürlich, das ist eine ganz interessante Frage. Sie können bei dem Thema Gastartikel,
bei dieser Gastartikelstrategie müssen Sie natürlich auch die angrenzenden Bereiche anschauen. Wenn wir jetzt dieses Beispiel von einem Teilnehmer jetzt hier nehmen, der möchte private Krankenversicherung verkaufen, möchte da eventuell Gastartikel in Blogs verteilen, dann ist zunächst mal die Frage, ein potenzieller Kunde für private Krankenversicherung ist entweder jemand, der ein höheres Einkommen hat oder zum Beispiel Unternehmer oder Selbstständiger ist. Dann ist ja klar, dass ein Gastartikel über private Krankenversicherung, wenn die Zielgruppe Unternehmer oder Selbstständige sind, in einem Blog untergebracht werden können, wo es um Unternehmen und Selbstständige geht. Also das heißt, Sie finden dann schlicht und einfach Blogs, wo Thema Unternehmen, Selbstständigkeit, Unternehmertum, Organisation, Startup, Existenzgründung oder so etwas besprochen und beschrieben wird. Und dort können Sie einen Gastartikel denn platzieren. Ja, also Sie müssen nicht einen Artikel irgendwo platzieren, wo bereits zu private Krankenversicherung was bereits beschrieben ist, sondern wo noch nichts besteht und Ihre Zielgruppe zu Hause ist. So gehen Sie im Prinzip vor und Sie werden sehen, es gibt Unmengen an Blogs, welche Sie kontaktieren können. Wie gesagt, bei mir, ich habe bisher 250 Gastartikel online und rund 40 oder 50 warten noch auf die Veröffentlichung. Also das geht massig am Material, wie Sie da vorgehen können. Ja? Eine Frage noch mit virtueller Assistent, dann ist er nicht virtuell, weil ich gesagt habe, es ist ein Mensch. Also ein virtueller Assistent heißt, er ist nicht hier bei mir in meinem Büro, er sitzt nicht in meinem Büro. Aber es bedeutet natürlich schon, dass er ein Mensch ist mit allem drum und dran. Ne? Was Sie in dem Coaching mit mir natürlich auch noch erfahren werden, ist, welche Tools und Software Sie einsetzen müssen oder welche ich Ihnen empfehle. Ja? Also es gibt massig an Software und Tools, die Erleichterungen, Arbeitsersparnis, Zeitersparnis, das alles für wenig Geld, welches Sie einsetzen können und welches ich auch empfehle, für die Assistenten dann einzusetzen. Also ich habe meine Assistenten natürlich auch dementsprechend optimiert, gewisse Tools einzusetzen. Wenn Sie sich vorstellen, gibt es vielleicht ein Tool, das 40 oder 50 Euro eingesetzt werden kann und macht mir im Jahr mehrere hundert Euro Ersparnis an Zeitersparnis, dann rechnet sich das. Aber wenn Sie halt die Tools nicht kennen, ja, dann ist es halt noch so, dass Sie vielleicht Ihre persönliche Sekretärin im Haus, die wesentlich mehr kostet als so ein Assistent, beauftragen mit Tätigkeiten, was ich persönlich für unsinnig halte. Sie sollten nur noch die Tätigkeit machen, die wirklich wertschöpfender Art ist, nicht verwaltungstechnischer Art. Ne? Dann eine Frage ist, Sie haben die erste Google-Seite durch Xing-Einträge dominiert. Ist das wirklich das Ergebnis einer guten Xing-Seite, Präsentation und dortige Beiträge? Also schauen Sie sich nochmal meine Ergebnisse an. Mein Suchbegriff war Xing erfolgreich nutzen. So wollte ich gefunden werden. Das hat nichts mit der Xing-Plattform als solches zu tun. Ich habe das nur auf diesen Suchbegriff entsprechend optimiert. Das war der Punkt. Also Sie können diese Strategie anwenden für jeglichen Suchbegriff und für jegliche Verkaufsseite, die Sie letztendlich haben. Ne? Das ist der Punkt. Sie können es individuell anpassen. Da muss ich mal einen Schluck trinken. Entschuldigung bitte. Eine Frage ist, ich möchte selbst erstelltes digitales Artwork vermarkten. Halten Sie das für möglich? Bitte noch eine nähere Erläuterung. Ich weiß nicht genau, was Artworks ist. Vielleicht können Sie mir das noch kurz in den Chat reinschreiben, bitte. Eine Frage ist, lange gilt das Angebot? Also es ist ein aktuelles Webinar-Angebot. Wir haben im Vorfeld und auch die letzten Wochen schon festgestellt, dass wir eigentlich zu günstig sind vom Preis her. Wir werden also definitiv, und das kann ich Ihnen mit Brief und Siegel versprechen, dass wir nächstes Jahr die Preise erhöhen werden. Ganz einfach, weil relativ viel Nachfrage auch bereits vorhanden ist und Sie unglaublich viel bekommen. Also früher war es so, dass wir ein Zweitages-Seminar-Coaching gemacht haben und mittlerweile packen wir das alles in einen Tag rein. Also das ist richtig
knackig. Also da sind schon so 10, 11 Stunden Arbeitszeit und wir geben da dann richtig Gas miteinander. Wie gesagt, wir haben auch die Coachings kaum beworben. Also das Angebot gilt jetzt aktuell. Ja, was natürlich noch ist, der Umsetzungszeitpunkt von dem Coaching, das ist natürlich eine Terminfrage, die können wir miteinander abstimmen. Ne? Also das heißt, Sie müssen jetzt nicht sagen, morgen ist das Coaching oder sowas, also das können wir miteinander dann individuell abstimmen, aber den Preis, der Verkaufspreis gilt halt jetzt nur aktuell. Ne? Eine der Fragen jetzt noch ist, der virtuelle Assistent muss doch aber Ahnung davon haben, wie man mit Blogbetreiben umgeht und die Kommunikation vollständig übernehmen, damit mir Arbeit abgenommen wird. Gibt es da Fachleute? Ja, also das ist ja genau das, was Sie in dem Coaching von mir bekommen. Also Sie bekommen einerseits die Empfehlung der virtuellen Assistenten, die das bei mir bereits machen. Das heißt, die wissen also grundsätzlich, wie das Ganze geht. Und dann erzählen Sie ja diesem virtuellen Assistenten, wie der Ablauf sein soll und haben ja auch die Briefingvorlagen. Also Sie bekommen von mir die Briefingvorlagen für diese virtuellen Assistenten, damit der ganz genau weiß, was er zu tun hat. Theoretisch können Sie ja auch, wie gesagt, einen eigenen Mitarbeiter damit beauftragen. Er würde mit diesen Briefingunterlagen auch klarkommen. Er würde auch verstehen, was zu tun ist. Also es wird Schritt für Schritt erklärt, wie der Ablauf ist, wie vorgegangen werden muss. Also die Assistenten sind dann in der Lage, diese Kommunikation komplett eigenständig und vollständig zu übernehmen. Also da gibt es keine Rückfragen, die sind komplett autark. Sie erfahren nur dann die Ergebnisse. Ja? Eine der Fragen, die aufgetaucht ist, beinhalten Gastartikel reine Informationen oder nicht auch ein wenig Verkauf, um den Leser auf die eigenen Webseite zu lotsen? Ja, also die Kunst ist natürlich, einen Gastartikel so zu schreiben, dass es hochwertigen Content ist und indirekt verkauft. Was Sie natürlich in Anführungszeichen verkaufen, Sie verkaufen die Neugierde, dass der Leser nach diesem Gastartikel, den er in dem Blog XY liest, sagt, ich will mal sehen, was da sich hinter dem Link verbirgt und dann landet er auf Ihrer Seite. Was jetzt aber an der Stelle mega interessant ist, der jetzt auf Ihre Seite tatsächlich klickt, der ist ja bereits vorqualifiziert. Das heißt, der hat ja im Vorfeld schon etwas von Ihnen gelesen, er hat im Vorfeld schon etwas von Ihnen gehört, hält Sie eventuell schon für einen Experten, weil er ja von einem anderen Blog gekommen ist und sagt sich, okay, der Artikel war interessant, sonst hätte er ja nicht geklickt. Logischerweise, ne? Er hätte ja sonst nicht geklickt. Ja? Also das bedeutet, die Chance, dass der sich dann in den Newsletter eintragt, ist wesentlich größer. Wesentlich größer. Ja? Eine der Fragen ist, wie lange dauert der Gastartikel oder wie lang ist ein Gastartikel in der Regel? Ja, also bei mir ist ein Gastartikel so circa eine DIN A4-Seite. Sie können unterschiedlich lang sein, die Gastartikel, aber ich empfehle schon, dass es, ja, sollte Hand an Fuß haben, ein komplett vollständiger Gastartikel. Sie können ja mal googeln nach einem Gastartikel von mir, damit Sie mal sehen, wie lang so meine Gastartikel so sind und wie ich das natürlich auch gemacht habe. Also Sie können einfach mal Gastartikel und Namenhauer eingeben oder auch auf meiner Webseite habe ich da einige Links drin, wohin ich überall verlinkt habe. Ne? Eine der Fragen ist jetzt, wie ist es möglich, dass Editoren für Gastartikel für 10 bis 15 Euro die Stunde arbeiten? Also da habe ich Ihnen noch eine bessere Aussage an der Stelle. Die Texter, mit denen ich zusammenarbeite, die arbeiten nicht auf Stundenlohnbasis, sondern die arbeiten auf Erfolgsbasis. Das heißt, die Leute bekommen dann nur ihr Honorar, wenn gewisse Zeichenanzahl geschrieben worden ist, also wenn der Gastartikel fertig ist. Also bei mir kostet zum Beispiel so ein fixfertiger Gastartikel, den ich schreiben lasse, zwischen 10 bis 20 Euro.
Ja, also ein fixfertiger Artikel. Und wenn ich jetzt dann noch die Arbeitszeit von einem Assistenten dazu nehme, bis das veröffentlicht worden ist und die Arbeitszeit hat, kostet mich ein fixfertiger Gastartikel, bis er fertig ist, online ist, maximal 25 Euro. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass das ja ein Artikel ist, der ist ja dauerhaft drauf. Also kaum jemand nimmt ja irgendeinen Artikel in einem Blog wieder runter. Das heißt, Sie haben eine dauerhafte Verlinkung, Sie haben eine dauerhafte Reputation und bekommen dauerhaften Traffic. Also mehr Vorteile und kann ich Ihnen da fast gar nicht bieten. Also es war für mich die Mega-Erkenntnis überhaupt im Internet. Ne? Den Paketpreis kann ich leider nicht als Ganze bezahlen, gibt es eine Ratenzahlung auch. Also es gibt das Zahlungsmodell, was besprochen ist, 50% jetzt und in 4 Wochen der Rest. Eine Ratenzahlung gibt es üblicherweise nicht, weil Sie bekommen ja mein Coaching auch komplett und nicht in Raten. Also wir machen da nur 50% jetzt und 50% später. Ne? Nochmals, bitte klicken Sie jetzt den Link, bestellen Sie das Coaching, wenn Sie Interesse haben. Sie sehen es im Chat nochmals, den Link, wie Sie zu dem Coaching bekommen. Wir gehen nochmals dann Schritt für Schritt die Details durch, was für Sie zu tun ist, wie wir das jeweils vorgehen, die gesamte Organisation. Ich nehme Sie an die Hand. Sie werden ab heute nicht mehr alleine gelassen. Ich habe vor Jahren, als ich den Weg beschreiben musste, war ich völlig alleine und ich sage es Ihnen ehrlich, wenn jemand gekommen wäre, hätte gesagt, ich nehme dich an die Hand und hätte auch nachweislich auch zeigen können, dass er den Weg schon mal gegangen ist. Ich hätte über 5.000 Euro damals bezahlt, weil meine Fehler, die ich gemacht habe, waren wesentlich mehr und wesentlich teurer. Also ich nehme Sie an die Hand und zeige Ihnen, wie das System funktioniert. Ja? Bestellen Sie jetzt bitte das Coaching. Ich zeige Ihnen beim Coaching dann auch Blick hinter die Kulissen. Ja? Also ich zeige Ihnen beim Blick hinter die Kulissen, wie ist mein Autoresponder, wie sind meine Zugriffszahlen, wo habe ich die Gastartikel. Also Sie bekommen das alles zu sehen, die wirklichen Highlights, die Ergebnisse, alles was relevant ist, sehen Sie bei mir. Und vor allen Dingen, ich sage Ihnen, diesen Texter bitte nehmen, diesen Programmierer, diesen virtuellen Assistent, also die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das sind wirklich Leute, die das Thema beherrschen, ja, die wirklich wissen, auf was es ankommt. Sie müssen da nicht bei Adam und Eva anfangen. Sie können sofort loslegen. Ja? Eine der Fragen war, dann kann ich theoretisch das Coaching auch im März machen. Ja, also Sie können das Coaching im März mit mir machen. Wenn Sie es jetzt bestellen, bekommen Sie es zum jetzigen Preis. Wenn Sie es dann erst im Januar, Februar für das Coaching im März bestellen, dann haben wir dann halt die neue Preispolitik wie bereits in Aussicht gestellt. Ich bin natürlich froh über eine etwas Vorlaufzeit, weil ich mache üblicherweise maximal ein Coaching pro Woche. Mehr ist zeitlich nicht drin und möchte ich auch nicht wirklich machen. Also wir hatten ja vorhin das Schnellstarter-Bonus gegeben. Ich weiß nicht, ob er schon weg ist. Also die ersten 3 Besteller jetzt in diesem Webinar bekommen noch das DVD-Set für 397 Euro zusätzlich, 6 DVDs dazu. Wenn Sie es jetzt bestellen, können Sie, wie gesagt, zum alten Preis dann oder zum jetzigen aktuellen Preis auch zum späteren Zeitpunkt das Coaching buchen. Persönlicher Coaching-Tag, ja. Die Frage war, ob das mit mir ist. Ja, nur mit mir. Es gibt keinen Trainer, es gibt keinen Assistenten, der das macht. Sie sehen mich live und in Farbe, in voller Schaffenskraft. Ich bin Ihr Ansprechpartner vorher, vor dem Coaching, während des Coaching und nach dem Coaching. Also ich bin derjenige, der Sie persönlich an die Hand nimmt, auch wenn ich Ihnen einige Assistenten dann von mir noch vorstelle. Aber ich bin der Sie an die Hand nimmt. Ja, ich bin ja derjenige, der das Ganze erlebt hat. Ich habe die Erfahrung, ich habe diese Geschichten erlebt, ich habe die Fehler gemacht und Sie werden sicherlich die eine oder andere Anekdote dann schmunzelnd zur Kenntnis nehmen. Wenn Sie aber hören, welche Fehler ich teilweise gemacht habe, wo ich Sie drum rumlotse, dann werden Sie staunen,
was möglich. Mir hat einer nach dem Coaching schon gesagt, Herr Labenhauer, ich darf nicht offiziell sagen, Sie waren zu billig. Ja, einer davon war der für die Kundenstimmen, wo Sie vorhin gesehen haben. Ne? Also jetzt bitte zugreifen. So, dann, also wie viele Stunden muss ich einkalkulieren, um den ROI zu kommen? Also wie viel müssen Sie investieren, ist die Frage, damit sich das ganze Coaching und das Ganze wieder rechnet. Also es geht darum, wenn Sie den ganzen Prozess jetzt nochmal sich vor Augen führen, dann war es ja so, dass die Gastartikel dazu genutzt werden, Besucher auf Ihre Seite zu bekommen und gleichzeitig Besucher auf Ihre Seite zu bekommen, die schon gewisserweise vorqualifiziert sind und sagen, ja, da bin mal interessant, was der zu schreiben hat. Wenn Sie, ich hatte bei einem Coaching-Kunden in der Vergangenheit, der musste nur einen einzigen Kunden gewinnen für das gesamte Jahr, dann hatte sich die Investition schon amortisiert. Also das hängt ein bisschen davon ab, wie Ihr Deckungsbeitrag ist, was Sie verdienen können mit Ihrer Dienstleistung, mit Ihrem Produkt. Davon hängt es ein bisschen davon ab, wann sich das Ganze rechnet. Also wenn Sie jetzt sich vor Augen führen, dass das Coaching nicht mal 3.000 Euro kostet, dann werden Sie für die Gastartikel und die Tools, was Sie sonst alles noch nachher noch brauchen, Sie noch wenige 100 Euro im Monat, um das ganze System weiter am Laufen zu halten. Also das Startup, das ist, oder der Startschuss, das ist das intensivste von der Investition, aber danach werden Sie nicht mehr viel benötigen, um das Ganze am Laufen zu halten. Wenn Sie bereits da die ersten kaufenden Kunden gewonnen haben, dann rechnet sich das bereits. Ne? Ich hatte gestern einen Kunden im Gratis-Coaching bei mir, oder der ein Coaching bei mir gebucht hat, der hat zu mir wortwörtlich gesagt, Herr Nabenhauer, da kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Der hat es so ganz lustig gesagt, so zweifelnd, so, also ich kann es noch gar nicht selber begreifen, ich kann ja nichts schief gehen. Ja, also wenn morgen im Internet der Stecker gezogen wird und morgen was Unvorhergesehenes eintrifft, dann werden Sie mit der Strategie scheitern, aber vorher nicht. Sie werden, wie gesagt, von mir an die Hand genommen. Sie können mit der Sache nicht scheitern. Es ist praktisch nicht notwendig. Ja? So, noch eine Frage. Ein Kunde möchte Kunst vermarkten, Bilder ähnlich wie gemalt, die über Print-on-Demand-Firmen fertig gedruckt an den Kunden ausgeliefert werden. Ja, natürlich können Sie das über das Presales-Marketing verkaufen. Ihre Zielgruppe wären dann Kunstliebhaber, Ihre Zielgruppe wären vielleicht Wohnungsausstatter oder jemand, der Gemälde sucht. Und da gibt es ja natürlich gewisse Kriterien, nach was die Leute im Vorfeld suchen. So würde man sie dann auf ihre Seite bringen und dann die Vertriebsanbahnung starten. Also nicht quasi, hier gibt es Gemälde zu kaufen, jetzt kaufe ich hier. Das ist vielleicht der Weg, den Sie bisher machen, das weiß ich jetzt aktuell nicht. Wir würden dann die Vertriebsanbahnung beginnen und starten und sagen, okay, jemand, der ein Gemälde kaufen möchte oder Kunst kaufen möchte, der hat ja im Vorfeld Fragen. Da gibt es ja sicherlich verschiedene Kriterien. Und das sind jetzt auch schon Elemente der Vertriebsanbahnung. Das hören Sie ja jetzt an diesem Beispiel. Was sind die Elemente der Vertriebsanbahnung? Auf was kommt es Ihrem Kunden an? Was möchte Ihr Kunde oder Ihr Interessent im Vorfeld wissen, damit er überhaupt weiß, ob er bei Ihnen kaufen kann? Und das werden wir dann durch die E-Mails, durch die Follow-up-Sequenz Ihnen diese Informationen geben, mit dem Ziel, dass er entweder sagt, ja, ich bin interessiert, ich bin grundsätzlich bereit, bei Ihnen zu kaufen, lassen Sie mich die Details wissen, ich möchte mit Ihnen in Verbindung treten, ja, er ist also grundsätzlich kaufbereit, weil jetzt sagt er, ich möchte mehr von Ihnen wissen. Oder im Vorfeld hat sich schon herausgestellt, dass er sagt, nö, das war jetzt doch nicht mein Thema und er meldet sich aus Ihrem E-Mail-Verteiler ab oder sowas. Aber Sie haben mit dem Kunden ja keine Arbeit gehabt in dem Sinne. Ne? Die Automatisierung läuft ja über die E-Mails.
Sie haben nichts im Vorfeld an Arbeit, an persönliches Engagement investiert und haben noch nicht mal ein Angebot gemacht. Also Angebote schreiben wir nur an potenzielle Kunden, die grundsätzlich bereit sind zu kaufen. Es sind Leute, die auf Sie zukommen. Also bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe dieses Jahr, Sie werden es nicht glauben, tatsächlich 6, vielleicht sind zwischenzeitlich 7 Angebote für Coachings geschrieben. Der Rest ist von sich aus gekommen. Also ich komme nicht und sage, ich mache ein Angebot, sondern die Leute kommen auf mich zu und sagen, ich möchte gerne von Ihnen etwas haben. Ich möchte bei Ihnen kaufen. Ne? So, dann schauen wir noch, was gibt es noch, eine weitere Frage. Ja? Ja, einer fragt, wir sind noch da. Sie werden es nicht glauben. Es sind sehr, sehr viele Interessierte jetzt noch aktuell im Raum. Der offizielle Teil ist natürlich schon beendet. Ich gehe jetzt noch auf die Fragen nach wie vor ein. Ich bleibe ja auch noch so lange da, solange Sie Fragen haben. Also das ist mein Versprechen jetzt hier an dieser Stelle. Der offizielle Teil ist beendet, aber ich bin noch da für Ihre Fragen. Ne? So, eine fragt noch nach dem Gratis-Coaching. Nein, das Gratis-Coaching findet nicht bei mir statt, das findet über Skype oder Telefon statt. Da werden wir in circa 15 bis 20 Minuten gehen wir da durch und stellen fest, ob das Coaching überhaupt für Sie interessant ist. Ne? Dann die nächste Frage. Es kommen sehr viele Fragen rein. Bitte machen Sie weiter. Stellen Sie mir Fragen oder buchen Sie gleich direkt hier das Coaching, wenn Sie sicher sind, dass es für Sie das Richtige ist. Einer hat eine Fehlermeldung bekommen noch für die Datei-Upload. Vielleicht nochmal später probieren. Es sind sehr viele Teilnehmer. Oder mir dann später noch eine E-Mail schreiben. Ne? Das Coaching findet in der Regel hier direkt am Bodensee statt. Wir sind da zwischen Romanshorn und Rorschach. Wir gehen hier in ein Seminarhotel, quartieren uns da ein. Was Sie mitbringen, ist entweder Ihren Rechner, Ihren Laptop. Wir werden einen Flipchart noch haben und meinen Laptop. Also das wird Arbeitsbedingungen sein, nicht Vortragsbedingungen. Wir gehen dann Schritt für Schritt die Dinge durch. Verpflegung ist gesorgt. Das ist in Coachingpreis inbegriffen, dass wir auch entsprechend versorgt werden. Mir ist es wichtig, dass wir ein Ambiente haben, das einerseits die Arbeitsatmosphäre vermittelt, aber doch auch entspannt. Ja, es ist auch noch wichtig, dass Sie rauskommen aus Ihrem Alltag. Deswegen komme ich üblicherweise nicht zu den Kunden vor Ort, sondern es ist wichtig, dass Sie hierher kommen, dass Sie rauskommen aus Ihrem bisherigen Trott und auch schon Ihrem Unterbewusstsein auch signalisieren, so, heute gehen wir einen neuen Schritt, es gibt was Neues. Ja, die Coaching-Tage können wir definieren, da können Sie Ihren Wunschtermin nennen oder ich kann auch Terminvorschläge machen. Also wir stimmen das miteinander ab. Kann natürlich auch an einem Samstag sein, wenn Sie sagen, unter der Woche ist es für Sie zu hektisch. Sonntag mache ich nicht, das ist mein Familientag. Aber samstags wäre theoretisch auch möglich. Sehr oft ist es auch unter der Woche, was ich übrigens auch bevorzuge, weil es ist ja schließlich Arbeit, was Sie machen. Also Wochentag ist Arbeitstag. Ne? Eine Frage an der Stelle. Was muss ich im Business-to-Business beachtet werden? Es gibt keinen großartigen Unterschied, ob Business-to-Customer oder Business-to-Business. Wenn Sie dran denken, meine Verpackungsfolien, die ich früher verkauft habe, das ging an Business-Kunden. Ne? Das waren die großen Lebensmittelketten, Edeka, Rewe und so weiter. Also da gibt es keinen großartigen Unterschied. Zielgruppe ist dann Zielgruppe oder potenzielle Kunden sind potenzielle Kunden. Da gibt es keinen großartigen Unterschied im Ansatz. Ja. Also das Gratis-Coaching ist am Telefon und das Kostenpflichtige ist persönlich. Ja. Eine der Fragen jetzt, das Ziel der Gastartikel sind ja Newsletter-Einträge. Wir haben als Zielgruppe Bewerber und Arbeitgeber. Würden Sie empfehlen, zwei verschiedene Newsletter zu pflegen oder Inhalte an beide Zielgruppen einen Newsletter unterzubringen? Der Folgeaufwand. Also ganz klar, Sie haben zwei unterschiedliche Zielgruppen, also ist Ihr Verkaufstrichter auch für zwei unterschiedliche Zielgruppen. Ich persönlich, bei mir habe insgesamt 18 verschiedene Verteiler. Also das heißt ganz klar hier zu Ihrer Frage, Sie machen einen Verteiler pro Zielgruppe.
Also deswegen gibt es bei mir auch zum Beispiel die Landingpage, die heißt das Xing erfolgreich nutzen. Das sind die Interessenten, die ich über diese Schiene, wer sich zum Thema Xing interessiert. Es gibt aber natürlich auch noch Vertrieb auf Autopilot zum Beispiel. Bei mir ist auch so ein Verteiler. Ne? Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Verteiler, die Sie anlegen können für die entsprechende Zielgruppe. Sinnigerweise haben Sie maximal 2 bis 3 unterschiedliche. Ja? Aber das müssten wir dann im Coaching im Detail anschauen, wie wir den jeweiligen Verteiler aufbauen. Aber das Grundprinzip ist ja jeweils dasselbe. Sie können vermutlich auch Inhalte dann für den anderen Verteiler leicht angepasst übernehmen. Also hier können Sie nochmal über den Link des Coaching mit mir buchen. Das zugegebenermaßen sehr intensiv sein wird, aber Sie bekommen dann wirklich einen neuen Vertriebskanal und sehr, sehr viele Informationen. Aber das Wichtige ist, Sie bekommen die relevanten Informationen. Ich zeige Ihnen, was Sie Schritt für Schritt tun müssen, was relevant ist, wer Ihre Dienstleister sein sollten, die Abarbeitung für Sie übernehmen. Also Sie können sich dann auf den Vertrieb denn konzentrieren und auf die Koordinierungsmaßnahmen. Ja, also Sie können dann schlussendlich sehen, wie das System aufgebaut wird, wie es Ihre Dienstleister aufsetzen. Was an der Stelle noch wichtig ist oder was mir noch wichtig scheint, ist die Dienstleister, die das ganze System aufsetzen, werden von Ihnen persönlich beauftragt. Das heißt, Sie sind der Herr im Haus. Sie können das Wissen, was Sie in dem Coaching von mir bekommen haben, weitergeben. Die bekommen ja auch das Briefing, ne? Aber Sie sind vom Zeitpunkt des Coachings quasi unabhängig von mir. Also ich stehe für die Nachbetreuung zur Verfügung, aber eigentlich bräuchten Sie mich nicht mehr. Also nicht so quasi, jetzt machen wir einen Coaching-Tag und dann verkaufe ich Ihnen den nächsten Coaching-Tag und den nächsten. So läuft es nicht. Also Sie sind bereits nach diesem Coaching-Tag startklar. Wir haben bereits begonnen mit der Umsetzung durch dieses Coachings. Also Sie haben nicht nur das Wissen, sondern wir haben bereits begonnen. Und Sie brauchen mich theoretisch danach nicht mehr. Also das ist mir noch ein ganz wichtiger Impuls. Ich führe Sie so ein, damit Sie es absolut verstehen und auch beherrschen und nicht abhängig sind von mir und meiner Person oder sonst irgendwelchen Gegebenheiten. Ich habe Sie bereits unabhängig gemacht an der Stelle. Ja? Ja, darf ich noch weitere Fragen beantworten an der Stelle für das Coaching? Ich habe meistens das Coaching bisher so gestartet, dass ich sage, wenn Sie nicht mindestens 3 Aha's heute in dem Coaching haben, dann arbeite ich so lange weiter, bis diese Aha's eintauchen oder auftauchen. Ne? Nach der ersten Kaffeepause ist es in der Regel erledigt. Sie werden staunen, was es noch für Traffic-Methoden gibt. Übrigens, die Traffic-Methoden, die ich anwende und ich Ihnen auch in dem Coaching dann vermittle, sind so circa 15 unterschiedliche Traffic-Methoden, zielen darauf ab, dass es alles gratis Traffic-Methoden sind. Also Sie bekommen gratis Traffic. Nichts Google AdWords oder Facebook AdWords oder sowas. Alles komplette gratis Traffic-Methoden. Da gehören natürlich auch die sozialen Netzwerke dazu. Ich für meinen Teil gewinne am Tag zwischen 20 bis 200 neuen Newsletter-Leser, neue Anmelder. Das sind alles Interessenten bei mir, die sich am Tag eintragen, ohne dass ich dafür etwas bezahle. Und Sie können sich die Qualität natürlich dieser Leser vorstellen, weil die kommen ja dann nicht nur über die Gastartikel, aber auch über die anderen Strategiemethoden, über die anderen Traffic-Strategiemethoden. Und das Entscheidende ist, dass diese Leute bereits vorqualifiziert sind. Als ich noch die Verpackungsfirma hatte, hat einer übrigens meiner Kunden, damals einer der renommierten Einkäufer, der renommierten Lebensmitteleinkäufer, hat mir damals gesagt, Herr Nabenhauer, egal was ich im Internet eintrage oder eintippe, ich lande irgendwie immer bei Ihnen. Es kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist doch ein Kompliment. Also das ist doch das Ziel, dass er weiß,
Wer ist der Relevante? Wenn Sie sich das Bild nochmal vor Augen führen, mit der Google-Seite 1 dominieren, also Sie haben, wenn jetzt jemand zu einem relevanten Thema etwas sucht und auf der Google-Seite 1 sind nur Sie, ja, was wird denn der Sucher denken? Es gibt nur Sie, Sie sind der Relevante, Sie sind der Experte. Selbst wenn er doch weitere findet, Sie sind der Experte dann. Also in dem Coaching werden wir das Schritt für Schritt auch durchgehen, wie Sie sich als Experte positionieren. Ich habe letzten Monate insgesamt 8 oder 10, ich weiß nicht mehr genau, veröffentlichte Pressemitteilungen gehabt. In Magazinen, ganzseitige Texte, wo Sie, wenn Sie das als Werbung kaufen würden, mehrere tausend Euro bezahlen müssen. Aber die Presseartikel, ja, gehört natürlich auch zu der Expertenpositionierung, also die Pressearbeit. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie persönlich dafür nichts machen müssen, der Texter macht diese Texte, der virtuelle Assistent verbreitet die weiter oder spricht die Presseabteilungen an und dann kommen die Veröffentlichungen. Also das geht alles komplett automatisch. Sie können wirklich zusehen, wie Ihre Reputation steigt, wie die Nachfrage steigt bei Ihnen, wie der Traffic auf Ihrer Besucherseite steigt. Also das ist wirklich phänomenal, was sich alles so tut. Wenn Sie nochmal dran denken, es gibt wie gesagt mehrere Traffic-Strategien. Nicht nur die Gastartikel-Strategie, es gibt Presseartikel-Strategie, Social Bookmarking-Strategie. Es gibt die sozialen Netzwerke für die Besuchergewinnung. Ne? Also da gibt es massig Möglichkeiten. Einer fragt, wie kann ich denn garantieren, dass ich immer genug interessante neue Inhalte finde, erarbeiten kann? Das müssen ja Neuigkeiten sein. Also zunächst einmal ist es natürlich so, dass Sie im Vorfeld mit Ihrem Texter einen Plan machen, um die Inhalte für die nächsten Wochen und Monate zu planen. Und dann ist es natürlich so, ein Gastartikel zu einem Thema, den können Sie theoretisch ja 25 Mal umschreiben, dass er 25 Mal als neuer Inhalt laut Google-Richtlinien rüberkommt. Und wenn Sie 25 unterschiedliche Blogs haben, dann ist es ja für diesen Blog jeweils ein neues Thema. Sie brauchen also nicht diesen einen fremden Blog regelmäßig mit einem neuen Thema zu bedienen, sondern Sie bedienen den einmal und dann, wenn Sie wollen, können Sie das zwar im nächsten Schritt auch nochmal machen mit einem neuen Thema, aber Ziel ist natürlich, auf möglichst verschiedenen Portalen drauf zu sein. Wenn Sie schon länger Leser bei mir an meinem Newsletter sind, dann werden Sie überrascht sein, Sie haben praktisch kaum einen von mir persönlich geschriebenen Text oder Inhalt gesehen. Ja, das ist alles durch diese Automatisierung, durch diese Strategie, durch die Texte, die ich da im Hintergrund am Arbeiten habe. Dadurch werden die Inhalte vermittelt. Also da ist eine unheimliche Power möglich, was da ist. Selbst während ich hier jetzt mit Ihnen in diesem Online-Coaching gerade drin bin, werden Sie staunen, was sonst gerade im Internet aktuell über mich veröffentlicht wird, gepostet wird, geschrieben wird, auch in den sozialen Netzwerken oder auch auf meinem Blog. Ja, also wir schauen natürlich dann, wie ist das Ganze Richtung Vertriebsoptimierung. Es geht da nicht um den Schnickschnack, um Tools oder um irgendwelche Spielereien, sondern es geht darum, dass Sie Ihren Vertrieb optimieren. Ne? Das ist das, um was es letztendlich geht. Ich möchte, dass Sie Umsatz machen, dass Sie Geschäft machen. Wenn ich ganz offen bin, ich weiß nicht einmal das Passwort von meinem eigenen Blog. Ja, das werden Sie jetzt glauben oder nicht, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich sehe auch, genauso wie alle meine Leser, dass in meinem Blog neue Texte online gehen und das so läuft die Automatisierung. Also ich selbst kriege es teilweise gar nicht mit. Ne? So, dann gehe ich nochmal auf Ihre weiteren Fragen ein. Es kommen ja noch recht viele Fragen. Immer weiter. Für die, wo Sie Fragen natürlich beantwortet sind, freue ich mich natürlich über Ihre Coaching-Buchung. Ne? Welchen Newsletter-Turnus empfehlen Sie? Muss das wöchentlich sein? Also ganz klar, wir sprechen dann nicht mehr von einem Newsletter, wir sprechen im Prinzip ja bereits von einer Vertriebsanbahnung.
Wir schicken eine E-Mail, Sie haben es jetzt als Newsletter bezeichnet, raus an die Interessenten, die wir zu einem potenziellen Kunden weiterentwickeln wollen. Ich zeige Ihnen gerne mal den Zeitabstand oder habe es Ihnen vorhin den Zeitabstand gezeigt, wie es bei mir ist, wann die Leute jeweils eine E-Mail bekommen. Aber wir würden das natürlich dann individuell in dem Coaching für Sie anpassen. Also dazu ist wichtig, dass wir Schritt für Schritt durchgehen im Sinne, wo steht denn der Kunde jetzt aktuell? Ja, wo steht Ihr Kunde aktuell? Darauf aufbauend werden wir dann die E-Mails terminieren, die Sie brauchen. Also wir legen den E-Mails-Abstand fest und dann die Inhalte. Und mit diesen Inhalten werden wir bereits Ihre Reputation aufbauen, Ihren Expertenstatus und vor allen Dingen qualifizieren wir diesen Kunden weiter vom Interessenten zum potenziellen Kunden, zum kaufbereiten Kunden. Ja? Eine Frage ist, gibt es ein Light-Coaching für Existenzgründer bzw. eine Teilbuchung einzelner Komponenten? Also Sie können natürlich gewisse Teilbuchungen vornehmen, aber das bitte ich mir noch eine E-Mail zu schreiben, was Sie da konkret wollen, aber es macht ja wirklich nur Sinn, wenn Sie das komplette System integrieren, das komplette Tool. Also oftmals werde ich kontaktiert, ja, ich brauche mehr Besucher. Wissen Sie, die Besucher auf Ihre Webseite zu bekommen, das ist nicht wirklich das Problem. Ich höre zwar immer, dass das als das große Problem genannt wird, aber das wirklich Sinnige ist ja die Automatisierung. Sie sollen nicht mehr damit zu tun haben, Ihren Traffic zu beschaffen, Ihre Interessenten zu besorgen. Sie sollen wirklich damit Zeit verbringen, mit Ihren kaufbereiten Kunden, mit diesen zu sprechen, denen in Kontakt zu treten, mit denen die Details zu besprechen. Und natürlich die Koordinierungsmaßnahmen vorzunehmen, was Ihre Helferlein, sei es Texter, Grafiker, Programmierer oder vor allen Dingen auch die virtuellen Assistenten, das ist Ihr Rückgrat. Die arbeiten, wenn Sie im Urlaub sind oder versehentlich vielleicht auch krank sind, die arbeiten für Sie und die arbeiten darauf hinaus, die zielen darauf hinaus, Leute in Ihrem Verteiler zu bekommen. Der Rest macht Ihre Software, Ihr Tool, ne? Ja, also das sind die Schritte, die dann Ihre Assistenten machen. Die sorgen dafür, dass Sie den Traffic bekommen und die Veröffentlichungen und so weiter. Also da geht es Schritt für Schritt voran. Die wissen jetzt dann genau, was sie zu tun haben. Wir erarbeiten ja das Konzept miteinander. Dann gibt es die Briefings und dann ist es Go, ne? Vom zeitlichen Ablauf her, also wenn wir bereits das Coaching gestartet haben, ja, werden Sie die ersten Ergebnisse nach wenigen Wochen bereits in der Umsetzung sehen, also Ihr Positionierung innerhalb von Google rutscht nach vorne, der Traffic auf Ihrer Seite rutscht nach vorne, Sie werden auch schon die ersten Newsletter-Anmelder bekommen. Ja, und dann beginnt bereits Ihre Automatisierung, das heißt, Sie können jetzt bereits Umsatz machen, Sie können jetzt bereits Ihre Produkte und Dienstleistungen verkaufen. Also so ist der jeweilige Schritt für Schritt, so geht es voran, ne? Eine Frage ist, wenn man die Automatisierung mittels Textern und virtuellen Assistenten zusammenarbeitet, mit welchen Kosten muss durchschnittlich pro Monat gerechnet werden? Also das Schöne an dieser Stelle ist natürlich, dass Sie das Ganze skalierbar machen können. Also das heißt, Sie können selber da ein bisschen auf die Tube drücken, Gas geben oder das ein bisschen reduzieren, wenn es schon recht viel läuft. Am Anfang sollten Sie da ein bisschen natürlich starten. Also wenn Sie jetzt sagen, so ein Gastartikel kostet, so wie ich es Ihnen vorher gesagt habe, so circa 25 Euro, bis er fix fertig online ist, ist es so, dass ich sage, Sie sollten mit 10 Artikeln am Monat oder im ersten Monat starten, ne? Dann wären das dann 250 Euro. Weil Sie müssen ja erstmal einen gewissen Bekanntheitsgrad aus sich erarbeiten. Also das sind so die Startkosten, die Sie dann haben. Sie werden dann sehen, je mehr Gastartikel Sie veröffentlicht haben, umso mehr kommen teilweise auch auf Sie selber zu und sagen, hätten Sie mir nicht einen Gastartikel? Oder teilweise ist es so, wenn Sie sagen, ich habe bereits so und so viele Gastartikel veröffentlicht, das ist dann oftmals noch hilfreich bei den Leuten.
ist oftmals hilfreich bei den Leuten, dass sie sagen, ich habe schon die so und so viele Gastartikel veröffentlicht, dann sagen die oftmals, wenn sie schon so und so viel veröffentlicht haben, dann kann es ja nicht so schlecht sein, dann veröffentliche ich auch noch einen Artikel. Also so läuft es ab, also es ist so wie so ein selbstunterstützendes System sich gegenseitig, ne? Ich weiß zwar nicht, was die Frage jetzt soll, wie viele Leute noch da sind, also es sind noch so ein Drittel ist noch da und hat noch Fragen und ist noch interessiert. Also wenn Sie noch Fragen haben, bitte stellen Sie jetzt die Frage noch. Ich freue mich über Ihre Buchung für das Coachings. Wenn Sie noch Fragen haben, die Sie nicht hier offiziell behandelt haben möchten, dann können Sie, wenn Sie noch Fragen haben, die Sie jetzt nicht hier offiziell behandelt haben möchten, dann können Sie mir natürlich auch eine E-Mail schreiben. Ich schreibe es mal kurz in den Chat rein, an mich persönlich, ne? Ja, gut. Kommt der Vorschlag vom Co-Moderator, dass wir noch drei Fragen beantworten. Gerne. Machen wir noch drei Fragen, dann machen wir Schluss. Wir sind auch schon von der Zeit her ziemlich weit drüber. Noch eine Nachholmöglichkeit, Herr Strack. Ja, es gibt heute Abend um 19 Uhr noch ein Webinar, wo die Inhalte nochmal rübergebracht werden. Stellen Sie bitte jetzt noch Ihre drei Fragen, die ich Ihnen konkret beantworten kann. Vielleicht kann mein Co-Moderator, der Herr Wadun, Herr Strack, auch noch eine Antwort geben, da es recht spät erst zugestiegen ist. Also, welche drei Fragen darf ich Ihnen noch beantworten zum Coaching-Paket mit mir, was ich Ihnen vorgestellt habe? Ist das für Sie interessant? Möchten Sie eine automatisierte Vertriebsanbahnung? Nehmen Sie mich bitte beim Wort. Buchen Sie das Coaching, nehmen Sie mich beim Wort, ich nehme Sie dann an die Hand und wir gehen Schritt für Schritt durch. Wir vereinbaren einen konkreten Termin, wenn das Coaching stattfinden soll und welche vorbereitenden Maßnahmen notwendig sind. Noch drei Fragen, bitte. Bieten Sie auch Unterstützung bei der Nischenfindung? Natürlich, das gehört natürlich mit dazu. Also wir hatten ja vorhin die Zielgruppe besprochen, wir hatten das Produkt. Und Ihre Positionierung, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Bestandteil. Was Sie verkaufen möchten, das finden wir anschließend heraus. Ich hatte bei einem Coaching auch einen Kunden, der wollte Software verkaufen oder Bedienungsanleitung für eine gewisse Software. Und wir haben dann im Coaching festgestellt, dass das ein nicht rentables Geschäftsmodell wäre. Also ich stehe Ihnen mit all meiner Erfahrung zur Verfügung und wir gehen ganz pragmatisch auch mit diesen Excel-Listen, die ich habe, durch, ob sich dieses Modell überhaupt für Sie rechnet. Was Sie jetzt aktuell verkaufen, vielleicht sollten Sie ein ganz anderes Produkt, eine ganz andere Dienstleistung verkaufen, vielleicht haben Sie eine ganz andere Expertise, das sich rechnet für Sie, sich anzubieten. Einer bei den Coaching-Kunden von mir, der hat neben seinem normalen Dienstleistung, neben seinem normalen Produkt, was er anbietet, noch eine Nische gefunden, die jetzt parallel auch noch automatisiert im Hintergrund läuft, ne? Noch die vorletzte Frage lautet: In den Newsletter, in der Nachfolge werden auch thematische Inhalte verbreitet. Ist dann aber konkrete Werbung und Kaufanreize sinnvoll oder werden nur direkte Angebote ohne thematische Inhalte darüber verschickt? Also es ist natürlich eine Mischung. Es werden Content-Mails sein und natürlich wird immer wieder die Kaufbereitschaft des Kunden getestet. Ich zum Beispiel teste die Kaufbereitschaft der Kunden teilweise mit E-Books. Ne? Also ich habe gewisse E-Books zum Verkauf für 19 oder 29 Euro. Die sind nur dazu da, zu testen, ist dieser Kunde grundsätzlich kaufbereit. Also als Beispiel, wenn jemand nicht von vornherein bereit ist, mir 20 oder 30 Euro zu geben, der wird ja nie und nimmer ein Coaching bei mir buchen. Also deswegen muss ich natürlich immer wieder die Kaufbereitschaft testen. Und wir werden Ihr System auch so aufbauen, dass Sie die Kaufbereitschaft des Kunden testen. Ja? Also, letzte Frage. Wer möchte noch eine Frage? Dann sind wir fertig für heute und machen Schluss. Bitte buchen Sie das Coaching bei mir.
Sie werden begeistert sein, glauben Sie mir, ich habe noch nicht einen einzigen unzufriedenen Kunden bisher gehabt. Dafür gibt es natürlich auch meine Zufriedenheitsgarantie. Ich werde so lange das Coaching weitermachen, bis Sie zufrieden sind. Das ist meine Zufriedenheitsgarantie. Bitte bestellen Sie jetzt. Und jetzt noch die letzte Frage. Wer hat die letzte Frage, bevor wir das Online-Coaching-Webinar hier beenden? Es sind noch sehr viele Teilnehmer da. Ich bedanke mich auch an der Stelle nochmal fürs Zuhören. Letzte Frage. Dann mache ich jetzt gleich Schluss. Dankeschön für die Rückmeldungen. Wenn jetzt keine Fragen mehr sind, dann beenden wir jetzt das Webinar. Bedanke mich bei Ihnen für die Teilnahme. Habe mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Es war eine Premiere. Wir haben das bisher so in der Öffentlichkeit noch nicht präsentiert. Es gab vorab Tests, aber jetzt hier der Öffentlichkeit. Bedanke mich. Freue mich auch, dass es von der Technik alles geklappt hat. Und wünsche Ihnen alles Gute bei Ihrer weiteren Vertriebsanbahnung. Gerne auch mit mir, der automatisierten Vertriebsanbahnung. Dann wünsche ich Tschüss und alles Gute. Machen Sie es gut. Bye bye. Bis ein andermal. Bye bye.